Hey Leute, heute werde ich euch zeigen, wie ihr diesen coolen Glitch-Effekt machen könnt. Ich habe hier jetzt schon mal eine kleine Szene vorbereitet, und zwar habe ich hier einmal diesen Screen-Glitch-Effekt als Stock-Footage. In der Videobeschreibung ist dazu ein Download-Link. Und ich habe mein Logo. Diesen Glitch-Effekt, den macht ihr mal unsichtbar, indem ihr hier dieses Auge wegdrückt. Genau. Das Erste, was wir jetzt machen, ist eine Einstellungsebene zu erstellen. Auf diese Einstellungsebene legen wir einen Effekt. Und zwar bei Verzerren den Versetzen-Effekt. Hier stellen wir jetzt ein, da wo Einstellungsebene 7 steht, also bei Verschiebungsebene, Screen-Glitch-Effekt. So, und wenn wir das jetzt mal abspielen lassen, sehen wir schon, dass hier schon das Ganze ein wenig rumglitscht. Da können wir jetzt hier bei maximaler horizontale und vertikale Verschiebung das Ganze noch ein wenig verstärken. Je nachdem, wie stark euer Glitch sein soll. So. Sieht das Ganze doch schon relativ okay aus. Allerdings wollen wir das ja auch jetzt noch kontrolliert ablaufen lassen. Und dazu trimmen wir jetzt den ganzen Clip ein wenig runter. Und zwar genau auf eine halbe Sekunde. Kopieren das Ganze. Machen es noch ein wenig kleiner. Schieben es ein Stück vor, so ungefähr kurz vor der ersten Sekunde. Kopieren es nochmal. Machen es noch ein Stück kürzer. Und kopieren es nochmal. Und schieben es so bis kurz vor die dritte Sekunde. Machen es aber wieder ein Stück länger. Und letztendlich noch ein letztes Mal. Und das schieben wir so kurz vor die 5 Sekunden. Und machen es noch ein Stück länger. So. Jetzt sehen wir, dass das hier noch nicht so richtig mitspielt. Deswegen müssen wir hier nochmal bei Verschiebungsebene alles neu mit dem Screen Glitch verbinden. Genau, wenn wir das gemacht haben, müssen wir jetzt erstmal die Stärke einstellen. Bei dem ersten, der passt eigentlich so, vielleicht hier auch noch auf 200 hoch. Der zweite, den setzen wir jeweils auf 10. So, bei dem hier. Machen wir die horizontale Verschiebung sehr hoch und die vertikale Verschiebung relativ gering. Hier genau andersrum. Und bei dem letzten beides insgesamt hoch. Das passt jetzt eigentlich so, wie das ist. Okay, lassen wir es mal abspielen. So, jetzt drehen wir unseren ganzen Clip noch insgesamt etwas runter. So ungefähr hier hin. Dann können wir das in so einer Endlosschleife laufen lassen. Genau. Das nächste, was wir machen wollen, ist dieser rot-blaue Effekt, der so ein bisschen aussieht wie so ein altes 3D. Und zwar dazu müssen wir unser Logo in seine Farbbestandteile zerlegen, in die drei Grundfarben, und zwar grün, blau und rot. Dazu kopieren wir das Logo zweimal. Und zwar das erste nennen wir grün, das zweite blau und das dritte rot. So, damit die jetzt auch ihre entsprechenden Farben kriegen, legen wir hier einen Effekt drauf, und zwar bei Farbkorrektur den Tonwerte individuelle Steuerung. Okay, jetzt hier bei Grün müssen wir bei Rot die Ausgabelichter auf 0 setzen und bei Blau die Ausgabelichter auf 0 setzen. Dann wird der ganze Clip grün. Dasselbe müssen wir jetzt bloß noch bei den anderen machen. So, wenn wir das soweit gemacht haben, dann setzen wir Grün und Blau auf negativ multiplizieren. Und schon haben wir unsere ursprüngliche Clipfarbe wieder. Aber
Das Coole daran ist jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den roten nehme und den so etwas verschiebe, dann kommt dieser Effekt. Ich kann das auch mit den anderen jeweils machen, da kommen halt andere Farbkombinationseffekte zustande. Genau. Jetzt wollen wir aber, dass der rote verschoben wird. Dazu erstellen wir uns eine neue Nullebene. Benennen die um in RGB-Split. Und legen einen Effekt drauf, und zwar bei Einstellung und Expression, den Schieberegler. Genau. Da setzen wir jetzt mal hier oben bei dem Schloss, machen wir das mal zu. Damit, wenn wir jetzt hier unten auf das rote Logo gehen, dass der Effekt trotzdem hier oben für uns zur Verfügung steht. Okay, wir öffnen bei dem roten die Position, halten die Alt-Taste gedrückt und drücken hier vorne auf die Stoppuhr. Okay, dann öffnet sich hier so ein Feld. Hier schreiben wir rein Wiggle. Klammer auf. Dann schreibt ihr eine 10, Komma. Und jetzt nehmt ihr hier dieses Symbol und verlinkt die Position hier oben mit dem Schieberegler. Nicht vergessen zum Schluss, Klammer zumachen. Okay. Jetzt ist erstmal noch nichts passiert, aber wenn wir hier den Schieberegler betätigen, dann sehen wir, kommt dieser rot-blaue coole Effekt dazu. Okay, den müssen wir jetzt auch wieder animieren. Okay, hier am Anfang setzen wir ihn ungefähr auf 80. Dann drücken wir hier Keyframe setzen. Gehen ein Stück weiter nach vorne, bis ungefähr hier, setzen das Ganze auf 10. Und noch ein Stück weiter auf 0. So, dann öffnen wir hier das Untermenü mit U. Gehen ein Stück nach vorne, setzen ein Keyframe. Gehen noch ein Stück nach vorne. Setzen hier dann wieder so ungefähr 40. Wieder ein Keyframe. Und wieder auf 0. So, dasselbe machen wir hier nochmal. Und auch hier hinten nochmal. So, wenn wir das gemacht haben, markieren wir alle unsere Keyframes, machen einen Rechtsklick auf diese, gehen auf Keyframe Interpolation, dann hier, wo Linear steht, schreiben wir Bezier rein. Drücken OK. Und dadurch werden die Keyframes so weicher und smoother halt. So, jetzt können wir unser ganzes Ergebnis mal abspielen. Und das Ganze sieht auch schon ganz gut aus. So, jetzt fügen wir noch einen vorletzten Effekt hinzu. Und zwar dazu müssen wir jetzt erstmal hier oben das Schloss wieder aufmachen. Dann erstellen wir eine neue Einstellungsebene. Gucken hier drüben bei Effekte und Vorgaben unter Animationsvorgaben, dann Image Special Effects und nehmen uns den schlechter Fernsehfang ein schwach. Ziehen den hier rüber und schon sehen wir die Auswirkung des Effekts. Jetzt wollen wir natürlich nicht über den ganzen Zeitraum hinweg diesen Effekt haben und auch nicht über das ganze Bild verteilt. Und deswegen erstellen wir jetzt hier noch eine Maske. Ja, das passt gleich so wie so ein Dreieck, dass er so reinscheint. Den ganzen Clip hier oben, die Einstellungsebene, kürzen wir runter auf 3 Frames. Okay, dann kopieren wir das Ganze. Schieben es ein Stück weiter nach vorne. Und verändern die Maske. Das gleiche machen wir noch zweimal zufällig irgendwo platziert. So, dann lassen wir das Ganze mal abspielen.
Und wir sehen, das Ganze peppt das noch ein wenig auf. Jetzt kommt noch ein letzter Effekt hinzu, und zwar nehmen wir uns nochmal unseren Screen Glitch Footage, legen das Ganze oben drüber, setzen den Blendmodus auf Multiply und erstellen hier noch unten eine schwarze Farbfläche. So, dann trimmen wir den Clip und die Farbfläche ein wenig runter. Und zwar so ungefähr auf die Länge der ersten Einstellungsebene. Und schon haben wir folgenden Effekt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare. Ich bin natürlich auch offen für Verbesserungsvorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch das Video positiv bewerten könntet, damit ich auch in Zukunft immer wieder Filme machen kann. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.